Willkommen zu Part 1 von Baut mit mir zusammen Hans Flügel zu Crescent City 3. Als erstes geht es natürlich an die Recherche. Allerdings habe ich kein Bild gefunden, wo Hans Flügel komplett drauf war. Deswegen habe ich einfach mal eine Skizze erstellt, die ihr hier sehen könnt. Aber dass das auch in Realität halten muss, brauchen wir so eine Art Gestell darunter, was ihr hier seht, was wir später aus Aluminiumrohren machen können. Und dann wird das unterstützt von einer Foamplatte von 2 mm. Gehalten am Rücken wird das dann von einer Wobblerplatte plus einem Gurtsystem, was die Flügel dann mobil per Stecksystem mit dem Gestell zu eurem Rücken verbindet. So, und dann geht es auch schon ans Ausdrucken von der Skizze. Eieiei, sind das viele Blätter. In Realität ging das leider gar nicht so schnell. Einmal gucken, ob die Größe stimmt. Und dann können wir auch schon Materialien shoppen. Ein Augenblick später sind sie da und jetzt kann's losgehen. Einmal noch schnell auspacken. Heiliges bisschen ist das viel Foam. Das wird ein tolles Projekt. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch, wenn wir das Gestell und die Flügelplatte bauen. Baut mit mir Hans Flügel Part 2. Wie schon letzte Woche beschrieben, wird das unser Grundgerüst werden für die Flügel. Dazu brauchen wir diese Aluminiumstangen. Die sorgen für die notwendige Stabilität und lassen sich auch relativ leicht biegen. Die genauen Materialbeschreibungen findet ihr nochmal in der Anleitung. Biegt die Stange ungefähr so, dass sie dem Schnittmuster entspricht. Ihr könnt auch noch eine extra Kurve mit einbauen, um mehr 3D-Feeling zu bekommen. Falls die Stangen zu lang sind, könnt ihr die ganz einfach abklipsen und mit Heißkleber verbinden. Mit Wobbler forme ich nun die Verbindungen. Ihr könnt euch hier ungefähr an einem Zelt orientieren, das ist das gleiche Steckprinzip. Und das wiederhole ich für jede Verbindung. Wiederholt dies auch für den Flügel Nummer 2. Damit der Flügel natürlich ans hält, widmen wir uns nun der Flügelplatte. Dazu messt euch aus und schneidet entsprechend euer Maße das Cordura-Band zu. Die genaue Beschreibung habe ich euch auch nochmal in der Anleitung detailliert beschrieben. Dann wird das der Rücken, die Seiten und vorne wird es zugemacht. Anschließend werden alle Cordura-Teile fixiert mit der Nähmaschine und schon können wir uns dem Warbler widmen. Druckt euch die Anleitung aus und pauscht diese auf das Warbler ab. Das Wobbler lässt sich auch ganz einfach mit einer normalen Küchenschere schneiden. Im nächsten Schritt erhitzen wir das Wobbler und dazu braucht ihr eine feste Unterlage, die den Heißluftföhn aushalten kann. Wobbler ist ein thermoplastisches Material und es verformt sich, sobald es warm wird. Legt zuerst zwei Schichten der Flügelplatte übereinander und drückt diese gut an. Guckt, dass sich keine Luftbläschen bilden, denn die können die Stabilität beeinflussen. Auf die ersten beiden Schichten kommt dann unser Gurtsystem. Und darauf Schicht Nummer 3. Drückt alles gut an und dann könnt ihr auch schon die Aluminiumstangen hinten für die Flügel in das Wobbler einarbeiten. Nutzt dazu einfach Wobblerstreifen, erhitzt diese und packt die Stangen dann gut ein. Wiederholt das auch für die Nummer 2. Zur weiteren Stabilisierung könnt ihr auch nochmal Querstreifen verwenden. Ich habe hier zum Beispiel nochmal 3 verwendet, oben und in der Mitte und nochmal unten drunter. Die Kanten sauber. Und voilà, bewegliche Flügel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon total verliebt. Nächste Woche geht's weiter mit den Federn. Ich freue mich auf euch. Baut mit mir Hans Flügel Part 3. Im letzten Video haben wir uns ja schon mal dem Gestell gewidmet, der Flügel. Und das heißt, heute geht's an die Federn. Für die Federn orientiert euch an der Länge der einzelnen Federn auf dem Schnittmuster aus Teil 1. In der Breite habe ich sie ein bisschen mehr variiert, damit es auch etwas mehr organisch aussieht. Nun könnt ihr die Spitzen abrunden und kleine Keile mit der Schere reinschneiden, damit es aussieht wie eine Feder. Im Anschluss ritze ich ganz vorsichtig die Oberfläche von dem EVA Foam an und wiederhole das einmal auf der ganzen Feder. Hier könnt ihr sehen, dass es ganz, ganz fein geriffelt ist. Einmal der Tesafilm ab und mit dem Heißluftföhn erhitzen. Und hier seht ihr schon, dass durch die ganz feinen Einritzungen die Feder so eine richtig schöne natürliche Marmorierung bekommt. In der Mitte nochmal falten und schon habt ihr die perfekte Feder. Und jetzt wird es zur Teamaufgabe, denn ihr braucht sehr, sehr, sehr viele Federn. Ein kurzes Zwischenergebnis. Oh, das sieht schon toll aus. Damit unsere Federn unserem Gestell halten, schneiden wir einmal jetzt kurz die Platte aus EVE-Foam aus. Dazu nehmen wir uns den 2 mm Foam, machen das Schnittmuster drauf, schneiden einmal drumherum und kleben diese an unserem Gestell fest. Einmal noch die Ecken umschlagen.
Und schon haben wir das auch erledigt. Jetzt geht's ans Anmalen. Dieser Schritt ist optional. Ich mag es aber immer noch ganz gerne, um den Federn noch ein bisschen mehr Dimension zu geben. Nehmt dazu einfach einen Schwamm und tupft ein bisschen Farbe an die Seite auf. Diese könnt ihr dann auch mit der anderen Seite vom Schwamm schön verblenden. Wiederholt das einmal an den ganzen Außenrändern und in der Mitte bei dem Strom. Optional könnt ihr hierfür aber auch eine Airbrush-Pistole verwenden oder Sprühfarbe. Für den nächsten Schritt ist es unglaublich sinnvoll, euch die Federn vorher zu sortieren. Hier könnt ihr auch nochmal genau sehen, für was für Größen ich mich endlich entschieden habe. Dann ladet eure Freunde ein zum Federnkleben. Die besten Gespräche entstehen auf dem Boden, wenn man sich seinen eigenen Bookboyfriend zusammenbastelt. Wir haben hier an den äußeren Federn gearbeitet, das Schnittmuster nochmal unten dran geklebt und dann uns langsam von der Seite nach innen vorgearbeitet. Die Federn überlappen leicht, damit die wirklich so ein schönes 3D-Feeling bekommen. Macht das Reihe für Reihe. Und das ist eindeutig ein Trust the Process. Hier auch nochmal der Hinweis, die Federn müssen nicht alle gleich aussehen, das macht es erst richtig organisch. Wiederholt nun den gesamten Prozess auch auf der Rückseite und für Flügel Nummer 2. Den Abschluss oben bildet eine Fellkante, die ich auch noch ein bisschen eingefärbt habe, um dass die der Farbe der Federn ein bisschen besser entspricht. Da könnt ihr auch nochmal kleine Federn reinsetzen, um den Übergang richtig schön gleichmäßig hinzukriegen. Und seid ihr bereit? Oh mein Gott, ich bin absolut verliebt. Bis bald zum Final Reveal.